Lords of the Fallen 2 eigentlich. Und starten wir mal rein, ich bin gespannt. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Zeitalter vergehen, verzerren Selbsttäuschung zu glauben. Und nur wenige erleben die Offenbarungen, die sie so verzweifelt suchen. Sind die Sterblichen im Konflikt zwischen den Göttern nichts als Spielfiguren? Ob das Fleisch der Götter oder des Todes selbst, alles wird verschlungen. Denn sie muss sich nähren. Forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. This crusader, you fail. Da hat er direkt seinen Kopf verloren. Und da hat er ihn wieder. So, was nehmen wir denn? Ein unerschütterlicher Ritter, dessen Loyalität der Klerikerin und den heiligen Wächtern gegenüber nur von seiner Entschlossenheit übertroffen wird. Edir und die Roga zu vernichten. Eine auf körperliche Stärke fokussierte Klasse, die durch das Strahlen verstärkt wird. Ja, ich fühle mich gut als Ritter. Bin ja auch ein Ritter. Was haben wir hier? Hä? Ich das nicht ganz. Komisch aus. Bisschen böse sollte er schon aussehen. Das ist mega komisch gemacht. Hä? Ah ja, komm, so ist okay. Ist doch in Ordnung. Gesicht.
Opa Saft, moin, danke fürs Folgen. Es sieht aus wie so ein Osmane. Oh Gott. Ja, das hat was. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Gesichtstextur. Ganz nur mittleren Alters und ach, jung. Das soll jung sein? Augenfarbe. Aber Hautton passt irgendwie nicht. Oh ja, das verstehe ich unter sexy. Gib zu, dass du es gern angrapschen würdest. Ich weiß nicht, ob ich den angrapschen möchte. Julian, moin. Patrick, moin, grüß dich. Kann ich noch die Form ändern? Feine Anpassung. Ich kann auch feine Anpassung machen. Möchte ich aber nicht. Komm. Komm. Fertig. Mach fertig da jetzt. Ah, so. Ich klick doch auf weiter. Geh mir doch nicht auf den Sack jetzt. Ach, hier kann ich Farbton ändern. Uiuiui. Wie geht's dir so? Hab dich bei Fortnite gar nicht mehr drin, komischerweise. Warum nicht? Ich hatte letztens wieder sauber gemacht. Habe ich das vercheckt? Habe ich wieder missgebaut? Das kann vorkommen, Patrick. Ich check das aber nochmal. Siehst du genauso wie hier? 19 Patrick 87? Oder wie hieß du da? Ey, kann sein, dass ich da wieder missgebaut habe. Das mache ich gerne. Vielleicht habe ich es nicht wieder zuordnen können, weißt du? Namen ändern. So, wie heißen wir denn? Wie heißen wir denn? Lord Kebabus. Lord Kebabus. Geil, oder? Ja, mach das mal lieber, Patrick. Ey, was geht, wollt ihr hin? So, wir ziehen in den Krieg mit Lord Kebabus spielen. Law, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Hab's mir aufgeschrieben, Patrick. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Yep, wollte.
gesponsert. Das Ding ist, nach der Action mit Lies of P hab ich echt wieder Bock so auf Souls-like. Und das erste Lords of the Fallen habe ich mega gefeiert. Fängt ja schon mal gut an. Okay. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Jetzt hat er sich eingekriegt. Also das Spiel hat leider noch ein paar technische Macken. Xbox-Deal ist durch. Ja, habe ich mitbekommen. Sieht aber schon nice aus, ne? Und bin mal gespannt auf die technischen Mängel. Also ich habe von Rucklern gehört, Memory Leak, dass wenn man zu lange spielt, es anfängt zu ruckeln, dann hilft wohl nur ein Neustart des Games. Aber die Atmosphäre scheppert gerade. Ziemlich nice. Ich hoffe, es passt mit der Lautstärke. Frames ist Lords of the Fallen. Ganz frisch aus der Fabrik. Vom Laster gefallen. Schneller Angriff, schwerer Angriff. Alter. Entkräfteter Schädel. So, schauen wir uns erstmal das Menü an, um mal klar zu kommen. Schwert eines heiligen Kriegers habe ich. Die Ausbildung der heiligen Wächter ist streng und langwierig und wird nie wirklich als abgeschlossen betrachtet. Von jedem Wächter wird erwartet, dass er die unbefleckte Frau jederzeit... Ich dachte für einen Moment, da steht jetzt was anderes. Die unbefleckte Frau jederzeit natürlich verteidigt. Das wieder so ein Souls-like, ja. Aber diesmal mehr Richtung Dark Souls. Lies of P ging ja mehr Richtung Bloodborne. Verbessert euer Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. Granaten habe ich auch. Was haben wir hier? Ein Gegenstand, mit dem Peters heilendes Blut angewendet wird. Verbessert euer Strahlen. Ich glaube, Strahlen soll hier Gesundheit bedeuten. Ein paar Brio-Steine. Heilen mit der Zeit. Okay. Regeneration. Wie bei den Mana-Steinen weisen einige Teile der Welt reichere Brio-Stein-Vorkommen auf als andere. Und alle Versuche, das heilende Material künstlich herzustellen, blieben bisher erfolglos. Wert 200 Kraft. Verbessert euer Inferno und eure Strahlen. Aber was ist mit Strahlen gemeint? Okay, Charakter. Gut, wir haben drei Menüs. Hier unten. Ja, alles beim Alten. Ist man gewohnt. Souls-like eben. Das ist... Oh, scheiße. Das wollte ich nicht machen. Kann da eine Hand auswählen? Was ist das denn jetzt? Muss Elden Ring machen. Ja, das kommt auch noch. Oh, damit kann ich die Granate werfen. Scheiße, wollte ich eigentlich nicht.
Und jetzt mache ich es nochmal. Was ist das? Wie kann ich die Lampe benutzen? Egal, so. Erstmal weiterlaufen, ne? Drück bla, um ein Ziel zu erfassen. Drück bla, um zwischen Zielen zu wechseln. Ja. Also das Movement geht. Fühlt sich auf jeden Fall präzise an. Sehr wichtig in dem Souls-like. Warum kann ich nicht blocken? Feuer um, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Ey, die ganze Welt zockt gerade Lords of the Fallen und ich dachte kaum, machst du mal ausnahmsweise mit. Und ich schaue mir das Ganze an. Kann sein, dass ich das durch Let's Play oder aber auch nur mal heute Nacht reinschaue. Je nachdem, was die Technik heute sagt. Drückt bei der Vorwärtsbewegung blau, um zu sprinten. Ja. Hier habe ich hier unten alles gecheckt, ja, ne? Ey, ich bin nicht wach. Also ich werde heute irgendwie nicht wach. Der Voltaire wollte unbedingt, dass wir gestern so viel Autorennen fahren. Und ich habe nur 3-4 Stunden gepennt. Also maximum 4 Stunden. Die ganze Welt zockt EA FC. Hau ab. Frames, hau ab. Heimauto dich mal selber. Drück beim Sprinten mit bla, um zu springen. Wenn ihr ein Ziel mit bla anvisiert habt, führt mit bla schnelle Seitschritte um euren Feind aus. Drückt zweimal bla bla, um euch per Rolle aus der Gefahr zu begeben. Okay. Die Schläge sind ein bisschen zu laut, habe ich das Gefühl. Frames has been timeouted for 30 seconds. Sehr schön. Öffnet euer Inventar mit bla, wählt den zu bearbeitenden Slot mit bla und legt die verfügbare Ausrüstung mit bla an. Ich brauche ja nichts. Ich habe ja eh nichts. Ach so, das sind hier, das ist Schnellauswahl. Wurfstein. Was ist das denn jetzt? Wollte denn irgendjemand muss Schulter haben. Ach, guck mal, das ist die zweite Welt. Das ist die Unterwelt. Und alles sieht anders aus in der Unterwelt. Aha. Okay, mit der Steuerung, das wird ein bisschen wild hier. Ach so. Ich wechsle mit hoch und runter. Also wenn ich die Hand auswähle, dann habe ich da meine Schnellaktionssachen. Und wenn ich runtergehe, habe ich die Lampe. Okay, gut. Aber sowas braucht er doch nicht. Und drück bla, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Ja, okay, jetzt hätte er es mir eh gesagt, ne? Toll. Bögen, Armbrüste und Wurfwaffen, halte bla gedrückt, um im Fernkampfmodus zu bleiben. Ja. Für Katalysatoren, halte bla gedrückt, um im Fernkampfmodus zu bleiben. Verwende R1 für einen schnellen Schuss und R2 zum Zielen. Brauche ich nicht so einen Scheiß. Brauche ich alles nicht. Aber ich muss mich mal heilen. Äh.
Ja, was war das hier nochmal? Ah, okay, doch, doch. Also das Kreuz heilt. Das andere ist wirklich nur zum Regenerieren. Von dem Grind bis jetzt konntest du aber genug schlafen. Nee. Wann bin ich fertig geworden? Heute Morgen gegen... Wann war das? Gegen 7, ne? Und dann war ich noch bis 9 Uhr wach. Und bin heute Mittag. Gegen 13:30 wieder aufgewacht. Und seitdem Zamba. Ach, guck mal. Jetzt kann ich das mal probieren. Ups. Und deshalb wollte ich heute auch nichts Hektisches spielen. Ein bisschen gechillt, ein bisschen hier mal reinschauen. Aha. Was mache ich damit? Irgendwas ist hier doch. Dass er hier so abgeht gerade. Aber während ich die Lampe anhab, kann ich nichts anderes machen. Aber muss ich? Gibt sonst keinen anderen Weg. Ja. Motten weisen den Umbral auf wichtige Orte hin. Wählt eure Umbral-Laterne mit Bla und hebt sie mit Bla, um einen Blick auf Umbral zu werfen. Ah. Ach, guck mal, hier wäre das jetzt offen. Okay, das ist schon cool. Drückt L1, R2 gleichzeitig, um einen Angriff mit mehreren Treffern auszuführen. Gleichzeitig? Ach so. Lol. Alle Angriffe können zu einzigartigen Kombos kombiniert werden. Dazu gehören auch Nahkampf- und Fernkampfangriffe. Außerdem können Nahkampfstellungen dynamisch mittels Bla gewechselt werden, um noch variantenreichere Angriffe zu ermöglichen. Experimentiert mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen und arbeitet an eurem eigenen Stil. Oh, da ist ja noch einer. Klar, um zwischen der einhändigen und beidhändigen Angriffsstellung zu wechseln. In jeder Angriffsstellung stehen euch einzigartige Angriffe zur Verfügung. Achso. Das kennen wir ja auch von der Dark Souls Reihe. Auch Demon's Souls hatte das, glaube ich, oder? Sanguinarix kann ich noch nicht mal aussprechen. Warum wählt ihr bitte so ein scheiß Wort? Was ist denn das? Ist euer primäres Werkzeug zur Heilung und wird bei der Wiederbelebung aufgeladen. Auf sie kann über die Schnellauswahl zugegriffen werden. Ja. Kennen wir.
erzeugt durch das Halten von bla einen Riss, um nach Umbral zu wechseln. Achtung, ihr könnt Umbral nur an bestimmten Punkten verlassen. Ab. Hast mich jetzt schon ein bisschen erschreckt. Das heißt, Sanguinarix, du Clown, sogar Chantal kann das. Ja. Wie war das denn? Warum wird mir nichts angezeigt? Jetzt bin ich in einer anderen Welt. Wählt eure Umbral-Laterne, hebt sie. Hebt sie mit Bla und setzt mit Bla Seelenschinder gegen euer Ziel ein. Was zum Teufel war das denn? Wenn die Seele eines Feindes entblößt ist, könnt ihr sie angreifen, um sie zu schwächen. Greift einen geschwächten Feind an, um erheblichen Schaden zu verursachen. Okay. Probier das jetzt mal. Kann ich aber nicht. Muss aufgeladen werden. Aha. Nee, doch. Naja, der ist dann so ein bisschen betäubt. Wenn Seelenschinder gegen einen Feind angewandt wird, wird eine Seelenschinderladung gebraucht. Um Seelenschinderladung wieder zu erlangen, wählt eure Umbral-Laterne, hebt sie mit Bla und zapft eure Feinde oder Blasen mit Bla an. Das Anzapfen gewährt auch zusätzlich geschwächte Gesundheit zurück und sammelt von Feinden im Gebiet zurückgelassene Kraft ein. Hallo? So, die soll ich aufsammeln. Jetzt? Habe ich doch gemacht. Jetzt ist es wieder zu. Ja, Gesundheit wird geschwächt und wenn wir sie treffen, dann kriegen wir es wieder. Muchas personas tienen una idea equivocada respecto a los españoles. Es muy frecuente decir que a todos los españoles les gusta las corridas de toros, el flamenco y la paella. Ich glaube, das ist Julian. Del todo cierto. Ich kenne doch Julians Stimme, das ist Julian, glaube ich. Oh.
Sound Alert hat heute, glaube ich, eine Macke. Und jetzt? Heilige Quintessenz. Ups. Heilige Quintessenz. Erbsen-TV, moin. Wo ist denn das jetzt? Ein Relikt, das zur Aufwertung der... Ey, ich kann die Scheiße nicht aussprechen. Jetzt mal im Ernst. Sanguinarix. Was soll das denn? Ich nenne es jetzt einfach Sangu. Ein Relikt, das zur Aufwertung der Sangu verwendet wird. Ein Rosenkranz, ein Geschenk von Erheber Dannmeier von den dunklen Kreuzrittern. Als militärischer Eliteorden im Dienst der Kirche des Strahlens Orius verbreiten die dunklen Kreuzritter die Lehren des strahlenden Gottes Orius. Die kleine Gravur an der Rückseite des Rosenkranzes lautet, deutet die fünf Leuchtfeuer. Okay. Don, es heißt Sanguinarix. Ja. Chantal, du bist auch ein Roboter. Falsche Richtung. Guck mal. Ne, hier ist nichts. Je länger ihr euch in Umbral aufhaltet, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Je länger ihr euch in Umbral aufhaltet, desto gefährlicher die Bewohner die Jagd auf euch machen. Nehmen wir mal. An wen geht die Frage, Nehmer? Ich bin mal gespannt, wann ich aus dieser Welt wieder rauskomme. Oh. Hä, du weißt doch, als was ich arbeite. Alles, was ich außerhalb der Schauspielerei mache, das hat hier keinen Platz, nehme. Verwendet mit Bla Entstehungsbildnisse, um aus Umbral zu kommen und nach Axiom zu wechseln. Bin vergesslich. Hab ich gemerkt, ja. Vergisst ja auch immer meine Stammzeiten, Nehmer. Fragst mich jede Nacht, Don, warum pennst du noch nicht?
Ah, jetzt bin ich wieder unten. Was soll ich jetzt mal? Oh oh, sollte ich da nicht runter? Ich lieb dich. Erbsen-TV, was ist da los, ja? Scheiße, ich bin wieder am Anfang. Was habe ich vercheckt? Jetzt muss ich nochmal da durch. Ah, okay. Ich mache sehr viel nebenbei, außerhalb der Schauspielerei nehme. Im Bereich Medien. Aber bin auch im Verkauf tätig. Der Einzige, der weiß, was ich mache, ist Julian und das wird auch immer so bleiben. Ich sag mal so, was meine Nebeneinkünfte angeht. Ne, Julian? Jetzt habe ich vercheckt, wie ich das mache. Ich bin gerade echt so dumm. Ich habe viele Standbeine, Nehmer. Ich habe als Filialleiter gearbeitet, Regionalverkaufsleiter gearbeitet. Ich war in der Hotellerie tätig. Ich bin im Management tätig. Ich bin im Bereich Mediengestaltung tätig. Also ich habe sehr viel zu machen. Beziehungsweise ich habe sehr viele Bereiche, wo ich arbeiten kann. Und ich würde eher sagen, ich bin momentan Freelancer. In den Bereichen. Nochmal. Nehm mal, also alles, was mit Kunst zu tun hat, interessiert mich ja sowieso. Das unterscheide ich eigentlich nicht. Also die Bereiche unterscheide ich nicht. Und als Schauspieler habe ich immer den Kontakt zu Menschen gesucht, weil Menschen mein Handwerk. Desto mehr verrückte Menschen ich kenne, desto mehr Material habe ich. Und so bin ich halt immer da reingerutscht. Warte mal. So. Schauspielunterricht gebe ich auch. Eine Gruppe? Was denn für eine Gruppe? Ich bin eine One-Man-Show. Und ich wäre ja während Corona wäre ich ja ins Restaurantbetrieb gegangen. Hätte ich ein eigenes Restaurant eröffnet mit drei anderen Partnern zusammen. Da knüpfe ich später nochmal an. Wenn so nochmal ein bisschen größer geworden ist. Also, alles gut, Leute. Die nächsten paar Jahre ist alles chillig. Wird ganz viel gezockt. Ich bin so dumm, was mache ich hier? Oh, okay. Hier lang. Hier runter. So, dann war ich hier unten. Guck mal, das sammle ich jetzt auch auf. Je länger ihr euch in Umbral aufhaltet, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Ja, okay, das kennen wir auch. Haben wir vorhin auch schon gelesen. Okay, hoch mit dir. Hallo.
das haben wir hier erledigt. Moment. Ach so. Um einen Tritt auszuführen. Guck mal, da geht's aber wieder runter. Ich will doch aber nicht runter. Verwendet mit Bla Entstehungsbildnisse, um aus Umbral zu kommen und nach Axiom zu wechseln. Mach ich doch, Digga. Ich will doch wechseln. Ich will doch hier raus. Da wäre ich wieder unten. Verstehe es nicht. Hier ist nichts. Bring jetzt wieder runter, was soll ich machen? Wählt eure Umbral-Laterne mit Bla und hebt sie mit Bla, um auf Wegen zu wandeln, die nur in Umbral verfügbar sind. Bin doch noch in dieser Scheißwelt. Aus Umbral zurückkehren. Ja, und dann? Boah, ich laufe jetzt wieder zurück. Immerhin ist der Dude schnell. Oder? Autsch. Oder bin ich wieder am Anfang? Was war das denn? Jetzt bin ich halt schon wieder da, wie vorhin, wo ich vorhin war. Was zum Teufel? Warte mal. Ich muss in dieser Umbral-Welt bleiben. Und dann hier irgendeine Scheiße machen. Jetzt darf ich noch eine Runde machen, toll. Sorry für den Bullshit, den ich hier gerade betreibe. Hm.
Ach, Viereck soll ich drücken, um meinen Riss aufzumachen? Aber der hat doch vorhin die ganze Zeit X gesagt. Da ist noch was. Alle guten Dinge sind drei. Hätte ich den hier nicht töten sollen? Hier lag doch vorhin einer. So. Bin jetzt in der Umbral-Welt immer noch und hier. Tür öffnen. Ah, sick, der Mann. Als ob du das jetzt aufmachst. Wir verdrängen jetzt einfach mal die knappe Stunde bis jetzt. Charakter aufhören, ruhen. Aha. Agilität. Okay, Gesundheit, Mana, Ausdauer, Gewicht. Verliert nicht. Beständigkeit, aha. Vitalität. Stärke. Inferno. Ich gehe mal auf Beständigkeit. Achso, wenn ich mich ausruhe, dann bin ich automatisch aus dieser komischen Welt. Okay. Stand er jetzt schon wieder. Überreste markieren Orte, an denen frühere Lichtträger gefallen sind. Sobald sie aktiviert sind, dienen sie als Wiederbelebungspunkt. Ihr könnt euch zwischen aktivierten Überresten teleportieren. Kann ich das verwenden? Okay. Warum denn nicht? Auch nicht. Dieses Tagebuch gehörte einst Tacitus, einem furchtlosen Entdecker und Kartografen, der durch die Eidlande und weit darüber hinaus gereist war. Ey, Frames? Hast du Elden Ring etwa durchgezockt? Schließlich wagte er sich bis nach Mondstadt vor, um das Königreich scheinbar nie wieder zu verlassen. Eine Karte von Mountstreet. Ja, wie kann ich die denn verwenden?
Ups. Was ist das hier? Benutzen Überrestreisen kann. Eine Dose mit Pulver, das erhöhten Schutz gegen Schwäche gewährt. Kennen wir sowas, ne? Oha. Wie habe ich das jetzt auch über? Oh, Scheiße, ich bin so müde. Nein, nicht verlassen. Halte zum Blocken Bla gedrückt. Das Blocken von feindlichen Angriffen schwächt eure Gesundheit. Greift Feinde an, um geschwächte Gesundheit wiederherzustellen. Werdet ihr getroffen, verliert ihr allerdings die gesamte geschwächte Gesundheit. Aha. Drückt Bla unmittelbar vor dem Treffer eines gegnerischen Angriffs, um ihn zu parieren und so weniger Schwächungsschaden zu erleiden und hohen Haltungsschaden zu verursachen. Die Haltung eines Feindes wird durch Angriffe geschwächt. Jeder Angriff verursacht unterschiedlichen Haltungsschaden. Sobald die Haltung eines Feindes vollständig reduziert ist, bringt ihn mittels eines geladenen schweren Angriffs Bla, einer Parade Bla oder eines Tritts Bla Bla ins Wanken. Fügt einem ins Wanken gerateten Feind mit Bla einen verheerenden Schlag zu. Kennen wir alles? Oh. Der Tutorial-Boss. Richtig. Alter. Ja, ich kann ja noch nicht mal aufstehen. Oh, ich lebe noch. Warum lebe ich noch? Ach du Scheiße. Frech. Ich glaube, der soll mich garantiert töten. Wenn ihr in Umbral umkommt, wird eure gesamte aktuelle Kraft an der Stelle zurückgelassen,
Du kannst deine verlorene Kraft mit deiner Umbra-Laterne wiederherstellen. Aber Vorsicht, einige Feinde könnten sie vor dir aufheben und du musst sie besiegen. Wenn ihr doch erneut in Umbra stirbt, ja okay, dann sind sie halt weg, ne? Umbral-Parasiten können mit anderen Kreaturen verschmelzen und sie so schützen oder stärken. Wählt eure Umbral-Laterne und findet mit L2 einen Parasiten. Zapft einen Parasiten mit R1 an, um ihn zu zerstören. Oh. Den dann anzapfen. Ach so. Sehr viele Bindings. Karte des verlassenen Rothains. Was sollen mir die Karten denn bringen? Manchmal zeigen Motten an, dass euer Weg in Axiom blockiert ist, aber es in Umbral etwas zu entdecken gibt. Uno spielen. Was zum Teufel? Hey Frames, hast du Elden Ring durchgespielt? Wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. I don't know who you are, but since it seems it's making you a bigger threat to the rogue ourselves, I've defied the rule. If you know any kind of freedom, if you know any. Soll ich den hauen? Dreimal angefangen, dreimal deinstalliert. Sehr gut. Wenn ich jetzt mit ihm rede, okay.
Also er konnte mich ja auch in der anderen Welt sehen. Kann ich nicht schlagen? Nö. Fragmente vergangener, oft traumatischer Ereignisse, die sich in Axiom zugetragen haben, können in Umbra Stigmata erscheinen. Wählt eure Umbra-Laterne. Jetzt soll ich wieder nach Umbral. Und setze mit L2, R2 Seelen da ein. Wieder zurück, ich will wieder zurück. Kann ich nicht. Nicht gleich so, ey. Einfach beide nicht führen. Wow! Hass! Ey, warum bin ich tot? Scheiße.
Mal sehen, ob meine Dinger da liegen oder ob ich wieder in die Anderswelt muss. Ich glaube, die liegen da. Der da hat sie. Scheiße. Wow. Ich renn mal wieder zurück. Und gleich bin ich wieder tot.
Schwächeschutz. Angriffe mit damit versehenen und Waffen verursachen Strahlenschaden, ja. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde mit den zwei Welten. Meine Güte. Ja, ist ja gut. Saug ihn doch auf jetzt. Ich weiß doch, dass er da ist.
Ach, ich lebe noch. Also wenn ich in der normalen Welt sterbe, dann habe ich noch eine Chance. Ach, ich laufe zurück. Okay. In der Anderswelt waren hier zwei, drei von den Oschis, wollte ich sagen, aber da ist sie ja. Und auch wieder verstärkt. Ja, Junge, wie willst du das denn machen? Ohne Scheiß jetzt. Das ist so unnötig. Feuerschutz vielleicht? Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße.
Lass mal schauen, ob jemand hier hinkommt. Ja. Ach, Junge! Du dumme Tante, du! Übertreib deine Rolle nicht, bleib da! Ah, ist sicher James hier nicht, Apujan, Shader! Ja, jetzt kommt die dumme Olle auch noch von der Seite. Nee, schau wieder ab. Warum visierst du denn jetzt weg, wenn die noch nicht tot ist? Ich bin einfach wieder EAFC. Mm-mm. Nie wieder. Ich raste aus gleich, ohne Scheiß. Alles. Ja, kommt alle jetzt, kommt, genau. Ja, da hinten kommen sie. Geil, ach, Junge. Genau, wechsel einfach ständig den Gegner.
Der ist halt schon dabei, mir einen zu verpassen. Ich natürlich auch, aber hat mich schon überrascht jetzt. Ja, brauche ich gar nicht zu fighten gegen den. Muss ich noch ein bisschen grinden.
Ja, ey. Die fällt halt einfach runter. Switch doch nicht die scheiß Gegner. Werden die immer stärker? Zwei Multi. Jetzt bin ich bei zweier Multi. Mal sehen, wie hoch das geht. Ich mache jetzt einfach die ganzen weißen Penner hier kaputt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Frames, gute Nacht. Boah, ich habe einen Dreier-Multi. Ich muss da auf jeden Fall weitermachen. Bye bye. Okay, der Dreier-Multi bleibt. Und wenn ich ausruhe. Ah, dann ist der weg. Okay.
wieder super an. Das Parrying. Denke nicht, dass mir deine Tunnel nicht auffallen. Ich sehe, wie dein Salzgehalt steigt. Ja, der steigt gerade wirklich, ey. Mighty Moin. Ist das im Game Pass? Nein.
Und was sagst du dem Movement im Game? Jeder sagt was anderes. So, jetzt habe ich die Frage verarbeitet. Es ist präzise. Also es steuert sich schon präzise. Aber die Bindings, die sind irgendwie mega komisch. Und auch beim Kampf, also die Kamera ist komisch. Und auch das Anvisieren. Er visiert manchmal random. Du bist noch bei einem Gegner und schlägst den und er fängt an, den anderen zu anvisieren, warum auch immer. Vielleicht bin ich auch gerade nur Lies of P gewohnt. Weil, ne, da war das nicht so. Also nicht so heftig. Aber, also gerade jetzt der Anfang ist schon knackig. So, warte mal. Aber es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus. Ich würde sogar sagen, nach Demon's Souls Remake, das schönste Souls-like. Bin nur im Lurk, weil ich von Arbeit aus zuschaue. Alles gut, Fortin. Aber das, was du gerade sagst, sagen viele andere auch. Ah, okay. Gut, freut mich, dass ich da nicht alleine bin. Und bei der Technik weiß ich nicht, also bei mir läuft sie flüssig, ich hoffe im Stream auch. Aber auch da sehr random ist, ne? Also manchmal droppt die Framerate ziemlich in den Keller. Und dann wartest du mal ein bisschen und auf einmal geht der Bereich wieder ganz normal. Und dann fängst du an zu laufen, FPS drops wieder. Und dann machst du es aber nochmal und dann läuft es wieder flüssig, also... Aber so schlimm ist das nicht, finde ich. Was nehme ich noch mit hier? Mach das mal Agilität auf 10. Und jetzt versuche ich diesen Penner nochmal zu erledigen. Achso, ich muss ruhen. Und das mit der... Ja, mit der... Anderswelt-Geschichte, weiß ich nicht. Ob ich das gebraucht hätte. Es ist halt sehr umständlich so. Du bist hier, drückst du eine Taste und dann hältst du die andere Taste fest und dann landest du in der Anderswelt. Und dann kannst du aber noch die Taste drücken und dann Seelen mit einfangen und irgendeine Scheiße machen. Dann kannst du da aber noch die Hand wechseln und dann hast du nochmal andere Bindings, was du alles machen kannst, unten rechts. Und dann musst du aber noch auf die linke Seite achten, dann noch auf die Gegner achten und alles gleichzeitig, weiß ich nicht. Ob man so viel Tamtam gebraucht hätte. Also noch bin ich nicht drin. Jetzt wollte ich gar nicht in diese Welt. Visiert sofort wieder den an. So. Das ist kein Gegner, Alter. Sorry. So, jetzt darf ich keinen Hit kassieren. Dankeschön, Mighty.
Und hattest du noch angenehme Runden? Jetzt darf ich keinen Hit kassieren. Lass uns einfach verrecken. Dusch. Hauptsache, er kann durch die ganzen Hindernisse schlagen, weißt du? Aber ich nicht, nein. War noch ganz lustig. Ja, sehr schön. Ich wollte heute eigentlich auch irgendein Main-Game zocken, aber ich bin sehr müde. Und dann dachte ich mir, komm, machst du mal einen auf chillig. Lords of the Fallen, schaust du mal rein. Aber ich glaube, müde sollte man so eine Art Spiel auch nicht zocken. Vielleicht werde ich ja noch wach. Yes! Ich check's nicht, Mann. Ey, bleib doch mal bei dem Linken. Ja, einen habe ich jetzt schon verbraucht. Wenn ich in OBS schaue, dann schaut das so aus, als ob das bei euch nicht so flüssig aussehen würde. Kann ich eigentlich direkt wieder zurückrennen, ey. Ach gut, grind ich hier mal. Das sind die unnötigsten Gegner überhaupt. So, hol deine Laterne raus. Und guck, der hat da so ein komischen Ding. Ach, ich habe meine Laterne ja gar nicht ausgerüstet. Jetzt muss ich schon mal hier kurz umklicken. Ach, das wollte ich nicht machen. Weil das bringt jetzt gar nichts. Weil hier, die hat so einen Bot bei sich. Und den muss ich jetzt erstmal abzapfen. Macht er aber nicht. So, jetzt hat er es gemacht. Ich renne da jetzt einfach durch zu dem Miniboss.
So, jetzt chill ich hier, mal gucken, ob jemand kommt. Weil vorhin habe ich wieder auf die Fresse bekommen von den Leuten von hinten. Da kommt keiner, doch, irgendjemand hat mich im Visier. Oh, tschüss, Schane! Was hast du denn für eine Range? Boah, jetzt kommt er auch noch. Oh. Ah. Ah. Durch die Haltung des Feindes drastisch, ja. Habe ich nicht verstanden. Was soll ich machen? Ey, jetzt kommen sie einfach alle, Digga. Einfach hier. Hall of Souls ist das jetzt. Tamam, ist gut, tamam. Tamam, ich gehe wieder. Ja, du bist es. Immerhin. Sobald sie vollständig reduziert ist, bringt die mit eines geladenen schweren Angriffs. Ja. Eines Tritts. Hey, ich dachte, ich kann den auch irgendwie von hinten. Den Critical von hinten machen, aber geht nicht, wie es aussieht. Mann, Mann, Mann. Sorry, war für kleine Jungs. Alles gut. Wechsel doch nicht ständig, Junge. Boah, ohne Scheiß, ey. Was ist das denn? Der hat eine ganz andere Mission. So, jetzt versuche ich den Großmeister dort wieder. Haben wir jetzt alles hier? Ausdauergeneration, ja. Hey, ich will es benutzen. Heilige Salze. Ja. Wie hast du mich denn jetzt gesehen von da hinten, du dumme Sau? Also nochmal, Laterne raus. Gucken, wo dieser scheiß Bot ist. Und reinziehen. So.
Und jetzt kann der auf die Fresse kriegen. Hat auch noch Freunde mitgebracht, obwohl die mich hier nicht gesehen haben. Guck jetzt, wie ich auf die Fresse kriege jetzt. Und steht nicht drauf, wie viel der mir gibt. Also es wird nur dazu gezählt. Aber ich sehe nicht, wie viele Seelen ich bekomme. Oha. So, jetzt die Hand ausrüsten und dann einmal. Ja, ich habe keine Wurfsachen. Doch, habe ich. Bild des Predigers Orius. Scheint besser zu sein. Hä? Na. Ich guck auf die Granate. Läuft. Nee, ist nicht besser. Hölzernes Kreuz, damit kann ich auch angreifen. Alans, wo kam der denn jetzt her? Kann ich noch nicht tragen. Das mit den Buchstaben habe ich bis jetzt nicht verstanden. Seit Dark Souls 1 oder auch Demon Souls. Ich weiß nicht, was die mir sagen sollen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P und so weiter. Was soll das? Wird es irgendwo überhaupt erklärt? Die bei den Waffen und so, meinte ich. Die Klassifizierung. Warte. Hier, da zum Beispiel, ne? Runenslot Stärke C.
Agilität E. Sowas gab es ja auch bei Lies of P. Weiß ich, was das zu bedeuten hat. Was soll das heißen? Man konnte in Lies of P nicht für Scaling. Aber was bedeutet das denn? Stärke C, was sagt mir das? Weil Lies of P konntest du die ja auch ändern. Sagt dann aus, mit welchen Attributen du die Angriffskraft verlieren kannst. Ja. Okay. Macht Sinn. Scheiße, mir fehlt noch ein bisschen. Ist deine Waffe mittelmäßig auf Stärke skaliert? Und wenn da A stehen würde? Jetzt mache ich den Grindydon. Denn, so wie im Original Lords of the Fallen, kannst du hier, wenn du immer denselben Gegnertyp erledigst, den Multiplikator erhöhen. PCBA ist okay. Wollte ich mir mal vielleicht durchlesen. Immerhin bin ich jetzt ein bisschen weitergekommen, hab den Miniboss erledigt. Jetzt wieder so, so. Wobei es das Beste ist. Okay. Ich habe doch geblockt. So, jetzt muss ich die ganzen Tanten erstmal erledigen. Danach schlage ich nur diese komischen weißen Geister hier kaputt. Ach, da lebt er wieder. War doch kein Miniboss. Bitte mal sagen. Den muss ich am Leben lassen.
Genau. Visier doch mal richtig an. Ah, hier war aber noch einer. So. Multi. Mal 1,1. Also grinden tust du am besten in der Anderswelt. Das habe ich schon kapiert. Denn die Dinger, die scheinen immer wieder zu spawnen. Bis die spawnen, sind sie schon tot. Ey, das ist halt auch so eine Sache. Irgendwie, wenn du sprintest, Sachen aufheben möchtest, dann springst du. Weil es einfach auf dieselbe Taste gebindet wurde. Multi 1,2. Mal 2. Wow, 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 beruhig dich. Oh, jetzt kann ich keine Heilung benutzen. Der Sensenmann. Haha, alles klar, Chef. Boah! Da bleibe ich doch lieber hier hinten. Obwohl, wenn ich sterbe. Nee, 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 nee. Okay. Ich kann schon mal abranken.
Ja, der Multi bleibt, okay. Ausruhen darf ich mich nicht. Komm. Wow. Er ist tot. Oder ich scheiß auf den. Ich versuch noch ein paar Robobs zu erledigen. Der kam bei beim Multimal 3. Jo, danke schön, Mighty. Schlaf schön. Naja, gut, ich zieh mal weiter hier. CS, Alter. Rex CS, Julian. Scheiß auf CS. Kann man CS mögen. Das ist ja ekelhaft. Ein Schädel, der beinahe keine Kraft enthält, gewährt 200. Ah, das sind also Schädel hier, okay. Unzählige Menschen sind seit der Invasion der Ruhe aus den verschiedensten Gründen nach Mountstead gereist. Kann ich das auch machen?
Aha. Okay. Granate habe ich. Weiß nicht, wie viele ich davon immer habe. Aber. ...21 fehlen noch für Dia 3, ne? Oder für Ascendant. Hast du die Rangverteilung diesen Monat gecheckt? Wir sind unter den weltweit 10% Leuten. Also wir gehören zu den besten 15 oder 16%. Es ist schon nicht schlecht, wo wir sind. Die meisten Leute sind wirklich in Silber und in Gold. Warum bewegt sich nicht? Wirf doch. Hä? Hab ich mich nicht ausgeruht dort? Nee. Gut, dann hau ich noch ein paar um, dann kann ich nochmal abranken. Scheiße. Was passiert, wenn ich jetzt loslasse, wollte ich sagen. Das ist echt mega strange mit dieser Anderswelt. Könnt ihr hier runterspringen oder was? Was ist das denn da? Meine Güte. Oh ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay.
Umbralauge des betrogenen Eliad. Was soll das denn heißen? Alles klar, Julian. Viel Spaß. Lass dich nicht ärgern. Ich hab einen Ring? So, das sind Umbralreste. Oh, noch nicht zu gehen. Sorry, ich hab dich beleidigt. Wer auch immer gerade gesagt hat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Moment, ich pausiere mal. Ach, das war Miep. Was geht, Miep? Ey, mein OBS spinnt heute ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Dankeschön, Schatz. Hast du dich auch? Ja, OBS hat auch Stimmungsschwankungen momentan. Alles gut, das war genauso geplant, dass ich da sterbe. Was geht bei dem Mieb? Hier doch nicht jeden Scheiß Ei an. Kommt da was raus? Oh Gott, ach so. Machen wir den. Ach, oder auch nicht. Miep, hast du leider so viel gezockt. Auch bei mir
wie immer, Mieb. Babylon Arbeit, Frau. Aufstehen, essen, kacken, schlafen, aufstehen, essen, kacken, schlafen und dazwischen versuche ich mich halt irgendwie zu beschäftigen, ne? Mit Real Life so. Lies of P. Dieses Pinocchio Bloodborne. It's a very good game. Ich hab's letztens durchgezockt. Da hoch. Auch im Game Pass gewesen. Jetzt wieder die Welt. Oha. Ich glaube, ich habe verstanden, warum man so schnell hin und her switchen kann. Spiele, weißt du doch. Schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. That's a boss. Der Bengel hier. Da. FF14 ist die einzige richtige Wahl. Ey, Mieb, ey, Mann. Würde ich echt gerne machen, aber. Moment, ich habe letztens mitbekommen. In irgendeinem FF-Event oder so, haben die wohl rausgehauen, dass man das Spiel jetzt komplett im Singleplayer durchspielen kann. Also dauert bestimmt auch seine 500 Stunden, ne? Aber man kann wohl die Storyline oder so, kann man wohl komplett alleine machen. Oder es soll noch kommen, das Update, ich weiß es nicht, aber... Dann könnte ich da vielleicht doch mal reinschauen. Über einen Durchgang. Ah.
Das kommt wahrscheinlich mit 7.0, okay. Und das dauert noch. Was ist das hier? Ach, das ist ein Shortcut. Ah. Beautiful. So beautiful. Dann hau ich hier noch ein paar Leute kaputt. Oder die hauen mich kaputt. Weißt du, wann das kommen soll? Hier sind ja keine weißen Wichser. Doch, hier. Das gibt ja echt sehr wenig XP. Also Seelen. Hä, wo ist der hin? Der ist doch gespawnt. Wo ist der jetzt hin? Ich werd wahnsinnig. Sind wir noch bei 1-1. Thank you.
Guardians 2. Alles klar, Mipi, schlaf schön. Ich mein, grind schön, farm schön, verlier dich schön. Hau ab. Ach, weil die in der Nähe von dem Rastplatz sind da. Tamam, 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 du bist es. Gute Nacht, Mip. Wo bist du? Ich bin heute wirklich, ich glaube, die Nachrichten kommen ein bisschen später. Bringe ich mal Stärke auf 20. Und gehen wir eben hier auf. Ach du Scheiße. Ist ja ekelhaft. Ups. Leistung war schon gut. Irgendetwas ist doch hier im Haus. Die
Irgendetwas ist hier. Frank, moin, grüß dich. Na ja, gut, weiter. Was ist das denn? Jetzt weiß ich, was die Leute gemeint haben. So langsam merke ich das nämlich auch. Dass es nicht mehr so stabil läuft wie am Anfang. Dann mache ich mal bis zum nächsten Save Point. Ist das ein neuer Teil oder warum spielt man das Game wieder? Ich würde sagen, das ist jetzt ein Reboot. Eigentlich sollte es ja The Lords of the Fallen heißen. Jetzt haben sie es einfach wieder Lords of the Fallen genannt und auch nicht Lords of the Fallen 2. Wobei bei der Excel Lords of the Fallen 2 steht. I don't know, ich glaube, die wussten selber nicht genau. Ich hatte mit dem Original Lords of the Fallen sehr viel Spaß. Bei dem bin ich noch nicht ganz so drin. Ach, das ist der eine, du. Das ist gar kein Boss. Du kennst das alte, ne? Ja. Ich fand das alte ziemlich gut. Und das ist frisch erschienen. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself, make use of this. Überrestsamen. Eure Umbrall-Laterne vibriert und leuchtet in einer besonderen Farbe, wenn ihr euch in der Nähe eines Bettes aus Umbrallblüten befindet. Wenn ihr auf einem Bett aus Umbrallblüten steht, wählt eure Umbrall-Laterne mit Bla, hebt sie mit Bla und haltet Bla gedrückt. Ey, das geht schon halt die ganze Zeit. Halte das gedrückt und dann, während du das drückst, mach das und dann drückst du wieder das andere und dann hältst du noch dein Ding fest unten und kraulst an deinen Eiern und dann passiert das. Oh. Man merkt halt, dass das hier nicht Deck 13 am Werk war. Kein Plan, kam immer nur bis zum dritten Boss. Ach was. Oh, hast du Lords of the Fallen nicht durchgeballert? Bist du nicht so ein Souls-Typ? Also, Laterne wählen, das drücken und das gedrückt halten. Was ist jetzt passiert? Ach so. Ach so, ich habe so ein Ding dann. Kann ich aufwerten? Ich kann nicht aufwerten. So. Ab hier geht's nur noch vorwärts. Also grafisch ist es wirklich hervorragend. Es sieht wirklich sehr gut aus. Hat leider noch hier und da Performance-Probleme. Und an die Steuerung muss ich mich gewöhnen, beziehungsweise ja, ans Movement, ans Anvisieren und all die ganzen Sachen, die man noch so machen kann. Das überfordert mich gerade ein bisschen, kann aber auch sein, dass es mir so vorkommt, weil ich müde bin. So. Lord Kebabus geht jetzt in eine Pause und danach machen wir weiter.